So, da sind wir wieder. Hier geht es jetzt in die nächste Etage. Wir sind relativ gut vorbereitet. Cosmog kann auch so einen billigen Heiltrank haben. Cosmog sollte mal dahin, damit das auch hier passt. Also Zed links, Cosmog rechts, Nabi links, Elijah rechts. Tief durchatmen und runter da. Keine Augen, die uns gleich anschießen. Das ist schon mal sehr beruhigend. Was haben wir hier? Ein Stab. Gucken, wie viel Mana der macht. Keiner hat Platz, doch er. Also, der Stab hier macht 10. Das ist schon mal recht ordentlich. Der hier macht nur 4. Der hier macht nur 2. Okay, nicht wirklich viel. Den kann eigentlich er mal nehmen. Können die damit schon was Besonderes? Nee, nur schwingen und Feuerschild kann der zaubern. Das ist schon mal praktisch. Ist nur die Frage, ob das Ding Ladung hat oder nicht. Was war denn jetzt Feuerschild? Feuerschild konnten wir auch ganz einfach zaubern. Aber es ist schon praktisch, das mal so kurzfristig machen zu können. Kannst du mit dem irgendwas? Licht und auch Dispellen. Probieren wir mal kurz den Dispel-Zauber aus, was der macht. Ach, mit Dispel könnte der Anti-Geister-Spruch gemeint sein. Ja, doch, das ist dann echt praktisch. So, und hier geht's wieder zurück zu dem Hauptkorridor. Das ist die ganze Etage. Das glaube ich doch nicht. Gucken wir mal alle. Da liegt schon mal ein Schlüssel. Der könnte für die zweite Tür beim Schlangenrätsel sein. Das heißt, hätten wir von vornherein die rechte Tür genommen, hätten wir uns den ganzen Krimskrams hier wohl sparen können. Oder hier ist irgendwo noch eine Geheimtür und wir kommen dann zu dem anderen Schloss. Da liegen schon mal Schuhe. Und die Schuhe sind eigentlich ganz cool hier, die grünen. Damit kann man mehr tragen. Also die nehmen wir auf jeden Fall auch mit zurück zu unserem Zwischenlager. So, aber an den äußeren Clockwise steht da an der Wand. Und wir sind draußen. Okay, ich habe wohl gerade ein Rätsel gelöst. Und der Schlüssel wird wohl für diese Tür hier sein. Da. Klick. Und die Tür geht ganz schön langsam auf. Na, schauen wir mal, was hier drin ist. Keiner hat Platz, keiner hat Gewicht. Über. Drin ist nur ein Schlüssel. Ja. Dann wird das hier mal unsere Würfelkiste. Einen behalten wir im Inventar. So. Und Stab in die Hand. Nee, Würfel in die Hand. Dann müssen wir jetzt rausfinden, wofür der Schlüssel ist. Vielleicht ist der ja für die zweite Tür. Ich habe am Anfang nicht darauf geachtet, welche Form der Schlüssel hatte, wo wir uns entscheiden konnten. Aber das werden wir schon früh genug rausfinden. So, ein Morgenstern. Was können wir damit? Schwingen, lähmen und einfach einen Nahkampfangriff. Na gut, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er besser ist als die Axt. Weil wir die Axt vor einer ganzen Weile schon gefunden haben. Und ich gehe jetzt mal im Uhrzeigersinn weiter. Komme ich dann raus? Nee. Okay, gegen den Uhrzeigersinn. Wir finden immer mehr Waffen, ist ja auch schön, aber ich würde eigentlich ganz gerne raus. Oh. Das nächste Schlüsselloch, da passt dann wohl der hier rein. Wupp, wupp. Wupp, wupp, ist ein One-Hit-Wonder. Okay, weiter gegen den Uhrzeigersinn. Mal gucken, wie viele Waffen und Schlüssel und Schlüssellöcher wir noch finden werden. Ich höre noch ein Wupp, wupp. Der Feuerball wurde irgendwie abgelenkt. Seht ihr das? Der ist ja gleich verschwunden. Also gehen wir jetzt mal doch wieder mit dem Uhrzeigersinn. Stirb. Rubine. Ah, und da war ein Dreher und wir sind jetzt wieder irgendwo anders. Ich will doch nur wieder raus. Ja, jetzt könnten wir raus, aber ich weiß nicht, ob wir raus sollten. Also war jetzt das letzte Schlüssel dafür da, dass wir hier nur wieder rauskommen aus dem Rätsel oder hat das irgendwas freigeschaltet?
Wir gehen einfach nochmal rein und gucken mal. Also erstmal gegen den Uhrzeigersinn. So, jetzt sind wir schon mal nicht mehr bei der Tür. Jetzt sagt uns die Wand Uhrzeigersinn. Ich gehe aber trotzdem mal eine Runde weiter gegen den Uhrzeigersinn. Und das verändert nichts. Also müssen wir auf die Wand hören und gehen rechts rum. Da müsste gleich der rote Schlüssel kommen. Genau. Da drin war die Kiste und ein neuer Gegner. Oh, hier ist was aufgegangen. Sehr schön. Also, gut, dass wir die Treppe nicht runter, hochgegangen sind, sonst hätten wir das Ganze hier verpasst. So, ONE. ONE. Klick. Das sieht nicht gut aus. Gehen wir kurz in Deckung, speichern hier ab. 73, nicht 377. So. Und benutze meinen Stab für ein Feuerschild. Denn das sieht so aus, als wenn da gleich jede Menge Feuerbälle rauskämen. Wenn wir irgendwo einen falschen Schritt machen. Die Wand überprüfe ich mal hier immer nach einem Schritt. Ja. Also wenn wir das Ding rausnehmen, kriegen wir garantiert Schaden. Das heißt, wir tauschen jetzt das Schwert gegen den Käse. Warum kann ich den nach links legen? So. Oh. Okay, es kamen Giftpfeile raus. Wir warten einfach, bis der Nebel weg ist. So viel Schaden hat das ja doch nicht gemacht. Und wir haben hier eine. Was ist das für ein Ding? Eine Diamantschneide. Sieht ja recht schick aus. Was kann der? Cleave. Also Spalten. Na gut. Das nehmen wir auch mal alles mit. Den Käse lassen wir einfach mal drin. Oh. Und bei jedem Schritt wird was ausgelöst. Ja, okay, das könnte das Ganze doch noch ein bisschen schmerzhaft machen. Aber wir gehen jetzt einfach mal durch. Sehr, sehr viel Gift. Weiter, 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 weiter. Natürlich die Tür auch zu. So. Hust, hust. Irgendjemand vergiftet? Ja, du immer noch von dem Skorpion. Ja, das Gift von denen ist echt nervig. So, aber sonst keiner. Ja, also wirklich schlimm war das nicht. Hätten wir jetzt schon zwei neue Waffen. Also die Ecke hier unten ist echt nett. So, da geht's zurück zu der Tür. Okay. Rechts sind wir gerade eben gegangen. Jetzt gucken wir mal links rum. Dann haben wir noch eine Tür. Mit noch einer Waffe. Fury. Was machst du? Feuerball. Das ist doch mal recht schick. Die kann bestimmt auch eher aus der zweiten Reihe schießen. Ah, also wenn wir mal keinen Mana haben, haben wir hier unseren Panikknopf mit Einfrieren, da unseren Panikknopf mit Feuerbällen. Wir haben noch überall Gift und Feuerbomben. Wir sind richtig gut ausgestattet langsam. So, hier klopfen wir nochmal die Wände ab. Nö. Und hier geht's weiter. Erstmal links rum. Nix. Okay, hier war nix. Dann geht's noch hier lang. Da geht's wieder zurück. Hier müsste es weitergehen. Auch nix, auch nix. Also wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe, sind wir jetzt das ganze Gebiet hier einmal lang gelaufen. Wir haben auch schon eine Menge netter Sachen gefunden. Also gelohnt hat sich's auf jeden Fall. Aber wir haben jetzt immer noch keine Möglichkeit gefunden, wirklich weiterzumachen. Also wir haben es aber nicht den zweiten Schlüssel gefunden für das Schlangenrätsel. Und wir haben keinen Weg gefunden, das Gitter zu öffnen hinter der einen Tür. Also das war, hier war ein Gitter mit der Druckplatte davor. Dann war da ein Gitter und rechts war noch ein Gitter. Da haben wir einen Schlüssel gefunden für und konnten nur das rechte Gitter aufmachen. Und dann sind wir halt in diesen Zoom-Bereich gekommen. Aber das eine Gitter, was vor uns war, das haben wir nicht aufbekommen. In den Bereich müssen wir auch noch irgendwie kommen. So, da geht's zur einen Tür. Okay, was ist hier?
Hier könnte es auch noch weitergehen. Ja, scheint hier weiterzugehen. Habe ich wohl übersehen, weil ich höre jetzt gerade wieder Gegner. Das ist immer ein gutes Zeichen. Und verschlossene Türen sind noch bessere Zeichen. Was haben wir hier noch? Einen großen leeren Raum. Das ist doch geradezu prädestiniert dafür, eine Illusionswand zu beherbergen. Aber nee. Also geht's nur hier weiter. Du schluck nochmal einen Trank. Und guck mal, was dahinter ist. Jede Menge Bienen oder Wespen, die 10 Schaden machen. Wow. Ja, komm, die prügeln wir nieder, kriegen wir wenigstens ein paar Kriegerlevel dazu. Also wir waren jetzt schon in einem Rattennest, wir waren in einem Skorpionsnest und jetzt sind wir wohl in einem Bienenstock. Schade, dass die Wände halt immer gleich aussehen. Oh, ganz, ganz viele verschlossene Türen. Wir haben keinen einzigen Schlüssel, richtig? Ne, wir haben nur den Ra-Schlüssel. Was ist das für ein komisches? Na gut. Irgendwo ein Hinweis? Oh, da liegt ein Schlüssel. Ein Kreuzschlüssel. Und jetzt haben wir nicht die Wahl zwischen zwei Türen, sondern zwischen drei Türen. Das kann doch nicht gut enden. Speichern wir mal ab. 38. Und nehmen mal die mittlere Tür. So. Dahinter finden wir jetzt hoffentlich noch ein Kreuzschlüssel und irgendwas anderes. Käse, komm, kannst gleich essen. Den Säbel kannst du da lassen, den benutzen wir eh nicht. Und schön auf den... Dover Dieb. Schön auf den Boden achten, ob hier irgendwo ein Schlüssel liegt. Und einen neuen Feuerball vorbereiten. So. Also rechts geht's weiter, hier geht's weiter. Gucken wir erstmal links rum. Ganz schön großer Bereich hier. Ich höre... Was bist du denn für ein Ding? Die habe ich noch nie gesehen. Also entweder sind die von dem Mod dazugefügt worden oder ich war noch nicht so weit damals. Ist das überhaupt ein Gegner? Ja, es bewegt sich. Und es kriegt vielleicht durch Wasser, durch Feuerbälle keinen Schaden. Navi kriegt ein Zauberlevel, das ist schon mal schön, aber ich würde gerne das Ding da töten. Okay, wie war der Blitz? Der Blitz war viereckige Pünktchen. Das da und... Also viereckige Pünktchen, das da und ich glaube Schneeflocke. Jo. Gucken wir, ob das wenigstens Schaden macht. Na, haben wir keinen Mana für. Einfach ein Nahkampf. Krieg keinen Nahkampfschaden. Oder wir haben nicht getroffen. Nee, krieg keinen Nahkampfschaden. Das ist übel. Du, vielleicht mal ein Giftbolzen? Geht durch. Ein Anti-Geisterspruch, der trifft. Macht aber anscheinend auch nichts. Was machen wir gegen das Ding? Stun. Nochmal schlagen. Feuerball. Lass das lieber mal hier in dem Raum, da können wir wenigstens drum rumtänzeln, während ich überlege, was wir noch machen könnten. Also der Blitzstrahl scheint getroffen zu haben. Die Feuerbälle ja auch. Das waren sehr viele Feuerbälle und er lebt immer noch. Jetzt probieren wir mal sehr viele Blitzstrahle. Ne, die gehen durch. Also doch, Antigeister. Und das reicht nicht für... Also er wird davon getroffen, aber wir wissen auch nicht, ob das Schaden verursacht. Und ich habe jetzt keine Lust, irgendeinen Gang lang zu gehen, wo wir dann feststecken. Wir haben aber auch keinen Mana mehr. Also haben wir irgendwo einen Blitzstrahlstab. Das wäre natürlich super. Dispel. Probieren wir mal den Stab mit dem Dispel. Und er benutzt seinen Stab mit dem Dispel. Das machen wir jetzt eine ganze Weile lang und gucken, was passiert. Oh, das war jetzt Licht. Dispel. Ja. Okay, wir müssen einfach nur oft genug Dispel zaubern.
Übles Ding, richtig übel. Wir haben alle unser Mana verpulvert. Na gut. Schlafen wir mal kurz und dann machen wir einen Cut und hoffen, dass davon nicht noch mehr Viecher kommen. Weil wenn die Stäbe echt Ladung haben, dann sind die bald alle. So, das reicht schon mal. Speichern. 39. Und bis gleich.